Hallo Freunde, willkommen zurück zu Friday Night Magic ist es noch nicht. Einfach Magic the Gathering hier, Duels Origins. Beim letzten Mal hatten wir kleinere Verbindungsprobleme, jetzt steht die Verbindung wieder und wir machen direkt weiter und versuchen nochmal mit Jace das Soldatendeck zu zerlegen. Nicht schön, aber selten. Man hat am Anfang auch wenige Möglichkeiten gegenzuhalten. Dieser Daten fangen in der ersten Runde an. Abgesehen vom Traumwesen, Jace Traumwesen, fliegende 1-1 für einen Mana, hat Jace effektiv nichts, was ich in der ersten Runde spielen kann. Und in der zweiten Runde kommt nur die Azurmagierin als 2-1 um die Ecke. Das ist aber eigentlich auch keine Kreatur, die ich opfern möchte. Naja, heulen wir mal nicht rum mit dem, was wir nicht haben. Schauen wir mal, wie wir das Beste aus dem, was wir haben. Das blinde Traumwesen zum Beispiel, das ich nächste Runde auf alle Fälle spielen werde. Yep, super. Abbrechen wäre auch nützlich, aber das kann ich mir nicht erlauben nächste Runde, sonst kriege ich einfach zu viel Schaden ab. Ja, und die Traumdrachen werde ich wohl auch brauchen. So dass ich mit Abbrechen und Weissagung wohl noch eine Weile warten muss. Aber Weissagung brauche ich jetzt sowieso noch nicht. Ich habe eine Hand, mit der ich zurechtkomme. Da brauche ich erstmal noch keine weiteren Karten zu ziehen. So, was haben wir da? Soldatenwerber. Erstschlag 2-3, das ist schon mal hässlich. Wenn er ins Spiel kommt, decke die obersten 4 Karten Bibliothek auf. Alle Soldatenkarten auf die Hand, der Rest beliebigen Reihenfolge unter die Bibliothek. Da hat er praktisch keine Nachteile, das drum, außer dass es eben 4 Mana kostet und ich gerade Abbrechen nicht verfügbar habe. Ein Ruhmsucher und ein Kadett. Und 2 Ebenen unter die Bibliothek. Fangen wir mal an, mit den Traumdrachen zu werfen. Angreifen will ich nicht, um Himmels Willen. Wie doof wäre das denn? Und dann wird gleich noch ein Ruhmsucher dazukommen, würde ich sagen. Jawohl. Und da ist er uns dann zahlenmäßig weit überlegen. So, wenn ich den für 4 spiele und zum Beispiel den hier auf die Hand zurückschicke, oder den nicht, weil, ja, ich kann es nicht verhindern. Der kostet 4 Mana, dann habe ich immer noch nicht genug Mana übrig für Abbrechen. Das lohnt sich im Moment nicht. Und die 4 Mana habe ich dann lieber im Traumdrachen investiert, der ist ein potenziell stärkerer Blocker oder Angreifer, je nachdem. Nächste Runde könnte er aber auch nochmal eine Ebene spielen und dann hat er 6 Mana für eine sehr, sehr starke Soldatenkarte. Hauptmann der Wache oder sowas. Den würde ich ganz gerne abbrechen, wenn es geht. Das heißt, ich kriege demnächst ganz schön die Hucke voll. Aber das Abbrechen muss ich jetzt einfach mal offen halten. Ich muss wirklich mit dem Hauptmann der Wache rechnen. Als wüsste ich, wie ein Soldatendeck funktioniert. Naja, den haben wir im ersten Spiel gegen die Soldaten schon gesehen. Also ich wusste, dass er im Deck ist. Und 6 Mana, so schwer war das jetzt nicht vorauszusehen. Gut, nehmen wir mal die Belehrung der Sphinx. Zieh noch mal ein paar Karten. Und schauen mal, dass wir den Gegner da ein bisschen reduzieren. Ein
Wirklich einfach ist das jetzt trotzdem noch nicht. Naja, wirklich einfach wäre ja auch wirklich langweilig. Ich glaube, er spart noch auf Unterstützungszauber und will dann mit einem Schlag richtig alles final machen hier. Riskieren wir das mal so. Und auch die Azurmagierin. Sie kann uns nachher weitere Karten ziehen, was nützlich ist. Aber ansonsten für zwei Schaden, da könnte sie zum Beispiel so einen erfahrenen Schwertschmied wegblocken. Das wäre nicht schlecht. Bin ja schon dankbar, dass der Hauptmann der Wache nicht da ist und die ganzen Viecher jetzt nicht auch noch Wachsamkeit haben. Das wäre ein bisschen fies. Okay. Oh Mann, das ist eine richtige Armee. Aber was soll man von Soldaten noch anderes erwarten? Das ist in Ordnung. Er hat letzte Runde nicht angegriffen. Ich glaube, er greift diese Runde auch nicht an. Und dann halte ich mir die 4 Mana mal offen, um noch eine Karte zu ziehen. Dann kriegen wir das mit dem Milling langsam mal ein bisschen auf Kette hier. Aber wenn alles gut geht. Muss jetzt nur ein bisschen aufpassen beim Zug des Gegners. Und du willst dich angreifen. Na also. So. Runde wird beendet. Keine Handkarten mehr verfügbar. Dann ziehen wir mal eine Karte nach. Das kann uns richtig den Hintern retten bei so vielen Zielen, die alle minus 2, minus 0 kriegen. Und da sparen wir eine ganze Menge Schaden ein. Ja, und wir schmeißen jede Menge Karten auf seinen Friedhof. Das ist in Ordnung. So, jetzt würde ich ganz gerne meine Verteidigung noch ein bisschen stärken. Das heißt, ich spiele eine Kreatur. Wie wäre es mit dem Phantomkrieger? Dann kann ich immer noch eine Karte ziehen. Da fehlt mir ganz einfach der Counterspell, um dann irgendwas erfolgreich wirklich rauszunehmen. Und wir haben das Blattwenden noch verfügbar, falls der Gegner sich doch zum Angreifen entschließt. Aber Phantomkrieger ist wieder ein relativ potenter Blocker. Darf nur die Endphase nicht verpassen beim Gegner. Das wird langsam hässlich. Das sind richtig viele Boni jetzt. Weil die beiden geben sich jetzt gegenseitig auch noch einen Bonus und... Ihr seht schon, das sind große Zahlen. Aber erstmal ziehen wir noch eine Karte. Und da werden wir einige Karten los beim Gegner. Ja, natürlich. Das machen wir so. So, wenn wir mit dem Nichtigmacher eine starke Kreatur zurückbringen, hat die Einsatzverzögerung in der nächsten Runde. Das wäre schon mal ein kleiner Gewinn. Dann würde ich sagen, bringen wir mal den hier zurück. Der schwächt alle ein bisschen ab und stärker als 4 hat der Gegner sowieso nicht im Angriff. Dann fehlt der schon mal. Der kann natürlich ausgespielt werden, gibt seinen Bonus zurück, aber der greift schon mal nicht mal mit an. Wenn er angreift, haben wir Blattwenden. Wenn nicht, können wir nochmal eine Karte nachziehen. Ja, dann kriegen wir das langsam aber sicher kaputt gemillt hier.
irgendwie Verschwendung, finde ich, die Traumdrachen nur als Blocker da liegen zu haben. So, greifst du an? Offenbar nicht. Sehr gut. Dann haben wir das, glaube ich, gewonnen. Wir ziehen erstmal noch eine Karte nach. Jupp, und wenn der Gegner jetzt das nächste Mal dran ist, hat er verloren, weil er keine Karten mehr ziehen kann. Dann hat es mit dem Gemille wenigstens geklappt. Das ist schon mal ein kleiner Sieg. Okay, da brauche ich jetzt auch gar nichts mehr zu spielen. Die Sache ist gegessen. Gedanken radieren. Yay, Errungenschaft. Na und 40 Münzen. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor dem letzten Spiel. Sehr gut. In Jays Kampagne hat Dodell durch das Leeren der Bibliothek deines Gegners gewonnen. Ach, es gibt das wahrscheinlich nochmal, wenn man das im Multiplayer schafft. Und Deck aufgewertet. Na, hoffentlich sind jetzt endlich dieser Nimbus der Inseln weg, oder wie das Ding heißt. Weg zum General. Du kümmerst dich um die Wachen und bahnst dir einen Weg zu dem General, der das Lager besucht. Du dringst in seine Gedanken ein und erfährst alle Details zu seinen Schlachtplänen. Aber dann gehst du noch weiter. Du ziehst dir seine Erinnerung. Du siehst dir seine Erinnerung an und siehst ein Treffen mit einem Informanten. Sein Antlitz ist dir wohl bekannt. Es ist dein eigenes. Gut. Nach 2 Jahren Training hast du endlich die Wahrheit erfahren. Gesundheit hat dich als Mittelsmann benutzt, um an beide Seiten geheime Informationen zu verkaufen. Dazu hat die Sphinx regelmäßig deine Erinnerungen gelöscht. Sie hat dir sogar verheimlicht, dass du ein Planeswalker bist. Als du sie konfrontierst, lässt sie einen zerstörerischen Gedankenangriff los. Oh, wieder gegen so ein Mill. Kontroll gegen Kontroll. Mimi. Das ist nicht schön. Das ist so gar nicht schön. Boah. Ist zu widerstandsfähig, um ihm mit roher Gewalt beizukommen. Erschöpfe seine mentalen Ressourcen und lasse ihn von einer leeren Bibliothek ziehen. So gewinnst du unabhängig von seinem Lebenspunktstand. Ach Gott, er hat 40. Fair wäre langweilig. Jetzt spielen wir gegen ein Control-Deck, das uns millen will und mehr als 20 Trefferpunkte hat. Und der Nimbus der Insel ist immer noch da. Für 6 Mana. Fliegende 4-4. Wenn ins Spiel kommt, oberst du 5 Karten in den Friedhof. Und Spontanzauber und Hexerei davon wirken, ohne Mana zu bezahlen. Okay, der ist verdammt stark und 6 Mana ist da einigermaßen gerechtfertigt. Müssen wir nur auf 6 Mana kommen. Immerhin haben wir jetzt 60 Kartendeck. Der Gegner zwar auch. Aber es ist schon mal ein bisschen was. Da ich weiß, er spielt ein Control-Deck, hat er jedenfalls beim letzten Mal, da können wir mit den Abbrechen am Anfang, denke ich, mehr reißen als mit, ja, dem Phantomkrieger zum Beispiel. Deshalb werde ich erstmal eine Weile lang keine Kreatur spielen. Was haben wir da? Nebelbank. Verteidiger fliegend. Oh, eine meiner Lieblingskreaturen. Das alte Bild gefällt mir zwar besser. Ich blende das einfach mal ein hier. Aber trotzdem, ziemlich fiese Sache. 0-2 Mauer fliegt und kein Kampfschaden. Das Ding kriegen wir nicht weg. Da kommen wir mit dem Phantomkrieger zwar dran vorbei, aber... Wie gesagt, der Phantomkrieger ist, denke ich, die falsche Möglichkeit, das Spiel zu eröffnen. Wir blocken ihm einfach mal die starken Zauber weg, die er wirkt. Die können wir mit Abbrechen, denke ich, ganz leicht loswerden. Zum Beispiel der Rätselhüter. Immer wenn ich angreife. Angreifen will ich ja im Prinzip nicht. Wir machen das ja,
über Zauber und über Bibliothek lehren. Deshalb ist das für mich erstmal keine Gefahr. Eine 1-4 ist zwar blöd. Und ich kann nicht angreifen, aber angreifen ist hier sowieso nicht das, wie die Entwickler das wollen. Sonst hätten die dem nicht 40 Lebenspunkte gegeben. Ist erstmal genehmigt. Macht das. So. Jetzt kommt er nächste Runde mit 4 Mana um die Ecke. Was könnte er haben? Und spiele ich dann lieber den Traumdrachen oder warte ich ab? Der Traumdrache, dann greift er mit nichts mehr an. Dann habe ich hier erstmal eine Wand stehen, die 5-5, da muss er dran vorbei. Ansonsten... Das ist halt arg defensiv, aber ich glaube, den Schaden nehme ich hin. Ich müsste mich 20 Mal angreifen. Bis dahin habe ich auf jeden Fall den Traumdrachen draus und genug Mana. Da lasse ich das erstmal drauf ankommen und breche stärkere Sachen ab. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Wie gesagt. Das hier zum Beispiel möchte ich gar nicht. Das finde ich einfach total uncool, wenn er das spielt. So, wenn ich das Ding jetzt spiele, wird er nächste Runde das wieder spielen und ist auf dem gleichen Stand. Ich klaue ihm effektiv eine Runde und ich habe einen Blocker dafür. Ich glaube, das wäre nicht das Schlechteste. Nachteil der Methode, wenn er noch eine Insel spielt, kann er was für 5 Mana spielen, das ich nicht abbrechen kann. Was potenziell stärker ist. Ich riskiere es trotzdem. Und deshalb bin ich mit dem Deck erstmal nicht so ganz einverstanden. Es ist so ein halbgares, halb Control, halb Beatdown. Der Phantomkrieger und der Traumdrache sind jetzt praktisch erstmal nutzlos. Wobei der Traumdrache noch besser ist als der Phantomkrieger. So. 2 Mana das spielen, aber dann habe ich Abbrechen nicht mehr bereit. Und Abbrechen brauche ich. Da kommt nächste Runde wahrscheinlich wieder was Dickes. Mindestens sowas. Deshalb lasse ich das erstmal gut sein. Ich glaube, hier ist Geduld der bessere Lehrmeister. Nope, das finde ich nicht gut. Jetzt habe ich aber auch keine Abbrechen mehr. Das heißt, jetzt könnte ich mal gucken, dass ich etwas offensiver werde. Azurmagier gibt mir zusätzliche Karten. Das wäre nicht schlecht. Und das Traumwesen kann ich auch noch zusätzlich spielen. Das kann ich zwar im Moment nicht wirklich gebrauchen, aber besser als sonst gar nichts mehr zu haben. Angriff überspringe ich mal wieder. Und ja, das Traumwesen wird relativ stark, wenn der Friedhof hier voller wird. Ja, genau. Mit dem Ding habe ich gerechnet. Das gefällt mir gar nicht. Aber das kann ich mit dem Traumdrachen noch irgendwie kontern. Dann kriege ich wenigstens keinen Schaden von dieser Glockenturm-Sphinx. So, 6 Mana. Jetzt kommen langsam die dicken Sphinxen und Zeug. Oh, Traumatisierung. Ich glaube, es hackt die Hälfte meiner Bibliothek in den Friedhof. Na super. Dazu gibt es dann noch eine schwarze Hexerei, glaube ich. Ist das auch für 5 Mana? Die blende ich auch mal, wenn ich sie finde. Danach kann man eigentlich aufgeben. Aber das wird er nicht spielen. Das ist trotzdem schon fies genug.
glaube, den spiele ich. Bin mal gespannt, was er noch für Karten hier oben hat. Rückruf ist ein Spontanzauber, den müsste ich spielen können. Moment. Obersten 5 Karten vom Bibliothek auf dem Friedhof. Du kannst eine Spontanzauber- oder Hexereikarte davon wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Die obersten 5 Karten, das war ja wohl nichts, oder? Da ist nur der Rückruf. Hä? Ich vermisse jede Menge Karten. Ich weiß, dass es ein Spontanzauber ist. Ich würde den ganz gerne wirken. Das kann ich auch nicht machen. Das ist ja total verbuggt. Na, spitze. Und ich hatte mich schon gefreut, da könnten wir dann mit ihm hier zusammen ihn wieder auf die Hand holen oder mit einem anderen dieser Art und das Ding vielleicht noch ein paar Mal auslösen und ihn mit seinen eigenen Karten schlagen. Aber irgendwie will das Spiel das nicht. Vielleicht doch ein bisschen zu komplex, das Ding. Aha, bin ich denn wahnsinnig. Das hier ist die richtige. Also war jetzt ein doppelter Fail. Erstmal waren es keine 5 Karten, sondern nur eine. Und spielen konnte ich davon auch keine. So, die würde ich eigentlich ganz gerne spielen in einer der nächsten Runden. Vielleicht habe ich Glück und er spielt nochmal Traumatisieren. Dann habe ich richtig dick und kann ihn fast auf Anhieb auslöschen. Das hier wird wirklich unsere Siegkarte. Glaube ich. Warum sollte er das tun? Der erste Gedanke wäre natürlich, ich block das mit dem Traumdrachen. Damit kriege ich es kaputt. Aber dann hat er irgendeinen fiesen Trick. Moment. Stopp mal, das Spiel macht da gerade ein paar ganz komische Sachen. Ach, eine Quelle, der Glockenturm-Sphinx Schaden zufügt. Damit hätte ich 5 Karten verloren. So rum funktioniert das. Ich dachte, wenn die mir Schaden zufügt. Gut, hab nichts gesagt. Passt alles. Ist super tutti. Was haben wir da? Strenge der Visionen. Jeder Spieler zieht 2 Karten. Das finde ich super. So, jetzt will er das beenden. 29 Karten, die können wir, glaube ich, mal zurückmischen. Das können wir machen. Bestimme einen Spieler, der Karten oben von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof legen soll. Unser Gegner, bitte. Mentales Kräftemessen. Ah, jetzt kommt er da nochmal mit 2 Mana extra um die Ecke. Das kann ich leider nicht verhindern. Das war nicht ganz optimal. Sehr, sehr schlecht. Probieren wir das mal so. So, das Ding ist einmal im Friedhof. Ja, nur einmal im Friedhof. Das heißt, wenn wir es mehr als einmal im Deck haben, dann kommt es noch. Immerhin ist das Ding jetzt stärker. Damit können wir die Glockenturm-Sphinx vielleicht ausschalten. Verlieren dann zwar nochmal 5 Karten, aber was willst du machen?
zwei Karten ziehen mit Hexereigeschwindigkeit. Wie doof ist das denn bitte? Da war auch keins davon dabei. Wenn ich also davon ausgehe, dass ich wirklich nur... Wenn ich mehr als eins im Deck habe, dann sollte ich demnächst welche bekommen. Wenn. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Die Karte ist bitte nicht nur einmal im Deck. Dann flippe ich, glaube ich, aus. Das ist die Matchwinner-Karte, theoretisch. Und auch Counterspells könnte ich in einem Kontrolldeck besser gebrauchen. Aber den Nimbus der Inseln, der ist ein paar Mal im Deck. Da bin ich mir sicher. Spielen wir mal dieses hier. Was haben wir da? Überwältigender Intellekt. Neutralisiere einen Kreaturzauber deiner Wahl. Ziehe so viele Karten, wie die umgewandten Mana-Kosten des Zauberschubs betragen. Eins. Das spielst du jetzt. Was ist das für ein beschissener Zauber? Für 6 Mana. Echt nett. Teure Kreaturen werden ab einem gewissen Punkt eigentlich nicht mehr gezaubert. Die kommen mit Tricks direkt aufs Spielfeld. Na gut, beim Papier-Magic. Hier ist das was anderes. Okay, so viel dazu. Schade. Ja, ich bin nicht bereit, 3 Mana zu zahlen für diesen Blocker, den ich nicht brauche. Der Gegner hat keine Kreatur, mit der er effektiv angreifen kann. Er hat eigentlich 2 effektive Blocker. Und die negieren Kampfschaden, deshalb kann ich die nicht zerstören mit meinen Superfliegern. Fliegende 06, warum nicht? Ja, ich habe nur noch 4 Karten in der Bibliothek. Da habe ich nur noch wenige Möglichkeiten. Okay. Welche Möglichkeiten hätte ich noch? Ich kann für 4 Mana eine Karte ziehen. Dann hätte ich noch 5. Vorausgesetzt, das ist die Karte, die ich noch brauche. Diese da. Dann hätte ich noch ganz gute Aussichten. Natürlich ist es ein Nimbus der Inseln. Was auch sonst. Ich krieg echt den Hass bei der Karte. Ich flipp aus. Ernsthaft? Ich verhungere hier am langen Arm? Das gibt's nicht. Und diese Matchwinner-Karte ist nur einmal im Deck, so wie es aussieht. Ja. Yep. Nur einmal im Deck. Wie kann man diese Karte nur einmal ins Deck tun? Ich verstehe es nicht. Okay. Für heute Video lang genug. Morgen schließen wir die Kampagne dann ab und kaufen dann mal ganz großzügig im Booster Shop ein mit den Münzen, die wir dann verdient haben. Na, bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.